Guten Abend, ich lasse mich jetzt hier heute mal einfach durch die Legung treiben. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Zapunzels Orakel mit der Botschaft aus der geistigen Welt. Ich möchte einfach mal wissen, was es in Liebesdingen Neues zu berichten gibt. Das wird jetzt heute keine Gegenüberstellung und es wird auch kein Blick auf den Otto, sondern ja, einfach mal, wir lassen es mal laufen und gucken, was dabei geschieht. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen, die meinen Kanal abonniert haben. Ich bedanke mich bei allen, die mir hier einen Kommentar und ein Like hinterlassen. Das freut mein Herz jedes Mal sehr und lässt mich auch wissen, mit wem ich da so in etwa zu tun habe und dementsprechend können die Kollektivlegungen auch genauer werden. Allerdings ist eine allgemeine Legung nie eine private und ich bitte euch, das nicht zu vergessen. Jeder schaut das hier in Eigenverantwortung und ich erzähle die Dinge halt eben aus meiner Warte. Um was geht es, Spirits? Da hätte ich jetzt gerne so 5, 6, 7 Karten. Um Friede, um Harmonie, um Leidenschaft. Und das darf heute nochmal genauestens unter die Lupe genommen werden, dieses Thema. Das machen wir auch gleich. Was bedeutet es zu lieben? Es geht um die nächsten 24 Stunden, Spirit. Was ist da noch wichtig? Oh, da kommt ein männlicher Otto auf den Tisch geflogen, der aber nicht in seinem Selbstwert ist. Jetzt haue ich immer noch auf den Kopf. So war das auch nicht gemeint. Die Hauptenergie hier, und das ist in meinem Kollektiv einfach nur mal Thema, auch wenn ich über die Liebe allgemein spreche, haben wir hier doch jemanden im Feld, zu dem man ein starkes Seelenband verspürt. Es ist häufig die Zwillingsseele, über die ich hier spreche. Aber ja, spür dich da für dich selber hinein, was es mit deinem Prozess auf sich hat. Hier möchte heute Abend einfach nochmal der Blick geworfen werden. Was bedeutet in meinem Leben Harmonie? Was bedeutet für mich Frieden? Und was bedeutet es für mich zu lieben? Zu lieben ist immer einfach, wenn alles nach Plan läuft, wenn alles so läuft, wie man das gerne hätte. Aber wer hier in so einen Zwillingsseelenprozess oder Dualseelenprozess gerutscht ist, der weiß es ja nun bestens. Wenn jemand nicht so agiert, wie du das gerne hättest, dann ist es er. Andersrum ist es aber genauso. Ne? Er hat auch eine gewisse Vorstellung von dem, wie Frauen zu sein haben und du entsprichst nun mal überhaupt nicht diesem Bild. Und trotzdem kommt er nicht von dir los. Wo guckt er denn hin? Ich würde noch gerne wissen, wo er denn hinguckt. Der guckt ja da so ein bisschen schräg auf den Boden, zeigt sich aber schon in der wahrhaftigen Form. Wo guckt er hin? Der Mann, dessen Selbstbewusstsein noch nicht zu 100% wieder zurück zu sein scheint, er schaut auf die Öffentlichkeit. Ja, das kann ein großes Thema sein, dass er Probleme damit hat. Oder noch großartig damit zu tun hat, wie andere über ihn denken. Obwohl er ja nun von sich ganz genau weiß, wie er ist, möchte er doch auch in der Öffentlichkeit gefallen. Und ja, es kann das sein, dass du und er einen riesengroßen Altersunterschied habt oder was auch immer und er sich nicht traut, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, aus Angst, dass da Reklamationen kommen aus dem Umfeld, aus seiner Familie oder was weiß ich nicht immer. Aber wir haben unter dem Deck schon das Haus liegen. Das bedeutet, er ist so langsam wieder dabei, sich zu stabilisieren. Ich habe letzte Woche schon gesagt, ich glaube, den Vollmond, den müssen wir noch abwarten, weil das ist immer die Phase, wo er dann auch in sein Gefühl kommt. Und ich kläre die Kärtchen jetzt noch ein bisschen weiter ab, um mal zu gucken, was es hier noch genaueres zu erzählen gibt. Ja, hier in dem Blatt sieht man, ne, dass in der letzten Zeit die Sense ins Haus gehackt hat. Der hat halt voll zu tun, damit in die Selbstliebe zurückzukommen. Wie kannst du denn jetzt hier die Harmonie wiederherstellen? In erster Instanz, indem du diese Harmonie in dir selber herstellst.
kannst nicht für Harmonie sorgen, wenn du dir selbst einfach ja, nicht die Mitte hast, auf das zu achten. Ist wichtig, was man hat und nicht auf das, was man hier vermissen muss. Wenn du in der Fülle bist, im Wohlstand bist, in voller Energie bist, dann ist es niemals verkehrt, die Glückseligkeit mit anderen auch zu teilen. Und wenn es nur energetisch ist, er wird davon profitieren, weil manche Ottos haben vielleicht durch die Rückzüge der weiblichen Seite das Empfinden bekommen, und jetzt werde ich hier schon wieder im Stich gelassen. Das wäre fatal, weil alle, die meinen Kanal schon länger verfolgen, die wissen, dass der Otto ein Kind gewesen ist, das nie Liebe erfahren hat, und du kannst nur durch Beständigkeit jemanden nur Beständigkeit kann dazu führen, dass so jemand ins Vertrauen kommt, an die Liebe zu glauben. Ja, ne, du kannst ja nur was Schlechtes löschen, indem du das durch was Positives verstärkst. Und deshalb möchte dieses Orakel dir mit an die Hand geben. Wenn es dir richtig gut geht, wenn du hier nichts vermisst und wenn du in deiner Mitte bist, dann lass ihn ein wenig an deiner guten Zeit teilhaben oder wie gesagt an deiner Energie. Was bedeutet es zu lieben? Eben nicht, dass er da deine Erwartungen erfüllt. Ja, wenn dich die Liebe erschöpft, dann ist die Liebe ja noch so ein Kopfgedöns, weil das Herz aufzumachen, das strengt nicht an. Das Herz immer wieder zu verschließen mit dem Kopf ist eine unendlich anstrengende Geschichte. Zu überlegen, wie gehe ich jetzt hier weiter vor, das ist eine unendlich anstrengende Geschichte. Das hat auch ein bisschen was mit ihm zu tun. Und ja, wenn du erschöpft bist, dann geh raus aus dem Mangeldenken und schau dir einfach an, was es tolle Dinge gibt in deinem Leben. Guck mal den Netflix-Film Die Gustloff. Das war ein Schiff, das die Menschen im Krieg 1945 bei der Flucht von Ostpreußen irgendwo nach Flensburg und Kiel bringen sollte, und das ist im Januar bei bitterkalten Temperaturen untergegangen, dieses Schiff, und trotzdem haben Menschen das überlebt. Also Menschen können vieles, wenn sie denn nur möchten. Es ist in gewissen Situationen wichtig, den Verstand einzusetzen, in der Liebe aber nicht. In der Liebe reicht es, wenn man das Herz einfach weit, weit öffnet. Hat man aber viele schlechte Erfahrungen gemacht, ist das ein Weg bis dahin, sich aus diesem Mangeldenken zu befreien, aus den Ängsten zu befreien, weil der Kopf da immer wieder reinschießt und sagt, vorsichtig, vorsichtig, es ist schon so oft schief gegangen, du hast schon so oft so viel gegeben und es ist am Ende nichts dabei rausgekommen, es ist immer was rausgekommen dabei. Vielleicht nicht das Ergebnis, was du erwartet hast, aber du bist aus jeder zwischenmenschlichen Beziehungen auf eine Art und Weise gestärkt hervorgegangen. Wenn nicht sofort, dann aber später. Juti. Dann hätte ich noch gerne eine Klärung auf den Otto. Kriegen wir noch eine Info zu ihm. Immer noch bei manchen betriebsblind im Ich-muss-noch-Modus. Oder es ist einfach jetzt die Energie für die 24 Stunden, weil die Tageskarte, die sprach von den 5 Schwertern, und da geht es ja auch um innere Konflikte und überhaupt Konflikte, vielleicht auch Konflikte mit dem Außen. Ja, und wenn er da noch in seinem Kampfmodus ist, dann hat er noch keinen Platz, die Liebe wieder regieren zu lassen. Aber in irgendeiner Form möchte hier eine Einladung auf dich zukommen. Und das passiert ab dem Moment, wo er sich wieder öffnen kann. Ab dem Moment, wo er hier Kummer und Sorgen hinter sich lässt, und das ist ja sogar schon angezeigt,
Die Mäuse liegen ja in seinem Rücken. Sobald er sich wieder öffnen kann, wird eine Einladung hier um die Ecke kommen. Und die zeigt sich ja auch schon etwas länger an im Mitgliederbereich. War er schon dabei, die Eheringe zu kaufen? Und in welcher Energie steckt er jetzt hier im großen Kollektiv in Bezug auf dich? Er ist noch bei der Arbeit, ne? Er hat den Hammer in der Hand und ist dabei, Dinge aufzubauen, zu hinterfragen, seine Selbstsabotage-Taktik vielleicht ein bisschen aufzudröseln. Und ja, er macht ein Workout, ein inneres Workout. Und ehrlich gesagt ist er dann in der Phase, wenn er da noch steckt, wie gesagt, ist eine allgemeine Legung, bei dem privaten Hammer alle möglichen Zwischenstationen auch noch eingebaut, steckt er da in der Phase, da kannst du im Grunde glücklich sein, wenn er gerade nicht unbedingt an deiner Seite auftaucht, weil es könnte sein, dass er dich damit Problemen belastet, die du so für dein Leben nicht unbedingt hast. Ich lasse es mal so stehen und guck mal, was sich morgen zeigt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abendtag, je nachdem, wann dieses Video dich erreicht. Bleib mir gesund und gern bis zum nächsten Mal.